So, und da sitze ich im Session Frankfurt und lerne hier super Leute kennen, Musiker natürlich, die auch Beats machen. Sag mal, wer du bist. Jojo, Digital Luke aus Mainz, München. Digital Luke. Ja? Okay, du machst Beats. Beats, was für Beats? Hip-Hop hast du gesagt schon, ne? Hip-Hop-Beats, Sample-basiert. Ah, Sample-basiert? Ja. Ah, das ist cool. Da gibt es ja einige, die da schon sehr erfolgreich mit geworden sind. Gerade in den USA, Kanye West und so. Und der hat schon coole Sachen gemacht. Ich bin hier gerade am Sachen ausprobieren. Ich suche eigentlich ein Master Keyboard, bin jetzt aber bei dem Complete Control gelandet, weil die hier ehrlich gesagt nicht. Die Master Keyboard-Auswahl ist hier nicht so Nee, die groß. sind so üppig hier. Ja, die hatten früher noch einen Döpfer unten stehen, den haben sie jetzt auch irgendwie weg. Naja, und so sitzen wir jetzt hier und unterhalten uns bei romantischer Fahrstuhlmusik. Ja, und erzähl, was hast du schon, bist du da richtig aktiv oder machst du für andere Künstler oder für dich oder habt ihr eine Rap-Gruppe oder kannst du mal erzählen? Boah, also ich mache ganz viel verschiedenes Zeug. Also das, was wahrscheinlich am bekanntesten ist, ich habe so einen SEO-Remix gemacht. SSEO, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. So ein Rapper aus Bonn. Ah doch, aber ich habe bei YouTube irgendwann mal was gesehen, ja. Ja. Ja, Ja, aber ansonsten ja, ganz viele eigene Produktionen halt, so für SoundCloud und SoundCloud. jetzt 7-Inch mit so einer Sängerin aus Mainz kommt jetzt raus. Mine heißt die. Mina? Mine. Mine. So eine Soul-Sängerin, die war auch irgendwie auf dem letzten Samy Deluxe-Album. Ah, cool. Da kommt jetzt eine 7-Inch und ja. Back to the Basics oder Back to the Roots mit den Schallplatten, 7-Inch und so weiter. Es ist schon. Die Plattenverkäufe sind die letzten Jahre wohl wieder hochgegangen. Ist weg von den CDs, weg von den digitalen Scheiß, zurück zu den CDs. Auch cool. Ist eine krasse Entwicklung eigentlich, wenn man überlegt. Ich bin ja der Meinung, dass sich alles auf Spotify und so halt Streaming verschiebt. Ja, schon, aber es gibt auch ganz viele Leute, die gerne was in der Hand haben und keinen Bock auf CD haben, keinen Bock auf Spotify haben. Aber krass, dass sie wirklich sagen, keinen Bock auf CD, so. Also wirklich. Dass sie von entweder Spotify oder Schallplatten so mäßig. Oder Tape gibt es auch. Das ist natürlich. Tape auch entkommen? Ja. Das ist natürlich schon. Das ist natürlich dann so ein Nostalgie-Ding, aber. Weil Tapes sind ja auch vom Sound eher so lala. Also Schallplatten kann ich verstehen, weil Schallplatten klingen halt auch geil. Auf jeden Fall. Da ist der Sound, das. Ich weiß nicht, ob meine Zuschauer, wie alt die ungefähr sind. Manche jünger, manche älter, aber Schallplatten, das kann man nicht vergleichen mit CD und mit den ganzen MP3-Scheiß sowieso nicht. Weil ich weiß, viele wissen es wahrscheinlich auch gar nicht von den Leuten, die da nur so MP3 und was weiß ich Konsumenten sind, dass da die ganzen Höhen und so weiter sind einfach alle weg. Das ist alles so komprimiert, dass man viele Frequenzen einfach gar nicht mehr in dem Sound drin hat. Also so wie die Leute das manchmal in den Studios produzieren, das hören die Leute ja gar nicht mehr. Nee. Ich meine, gut, die einfachen, man muss aber sagen, jetzt heutzutage natürlich, in der Produktion verschiebt sich das aber auch schon so in die Richtung, gerade in der Hip-Hop-Szene, glaube ich, sowieso. Was Viele denn? Produzenten scheißen da schon so drauf, dass der Sound super weit und super Ja, es ist ausproduziert. auch immer eine Sache, ob man das unbedingt möchte, ja. Also man kann ja auch so produzieren, dass es super dreckig klingt, ja. Ja, klar, ja. Klar. Also ich meine nicht nur clean oder sonst irgendwas, sondern halt, ja, ich sag mal, die Klangfarbe und Weite sozusagen, ganze Klangspektrum einfach drin ist. Manche kacken da halt drauf. Die basteln dann so schnell wie möglich in Fruity Loops irgendwas mit irgendwelchen billigen, gecrackten VSTs zusammen und verkaufen den Scheiß dann sogar noch. Und die kommen dann auf einige Hip-Hop-Platten, die sicher schon gechartet sind. So. Wo ich dann auch denke, ja krass, Alter. Das ist irgendwie so Angebot bestimmt Nachfrage. Ja. Ja, aber ich glaube, ich finde, wenn man dann so produziert, dass man auch irgendwie so eine kleine Beat-Hure. Also ich weiß nicht, wenn du halt, das ist halt Dienstleistung dann, ja? Ja. Na gut, die machen Beats für ein bisschen Geld, so 200-300, wenn überhaupt, und dann fertig. Oder? Ja, ich denke auch. Also, ja, gut, wenn du 500 für einen Hip-Hop-Beat bekommst, 500 Euro, ist schon gut in Schon geil. Deutschland.
Aber es ist auch ein Unterschied, ob du halt darauf aus bist, auf irgendwelche Placements zu kriegen oder halt in erster Linie deine eigenen Platten machen möchtest. Ja, stimmt. Hast recht. Und es gibt, also so eine Platte ohne Vocals funktioniert auch super, wo einfach nur Beats drauf sind. Naja, mittlerweile auf jeden Fall. Wenn die Beats gut sind und es so ein bisschen auch einen künstlerischen Aspekt hat, den die Leute irgendwie fühlen können, dann auf jeden Fall. Aber es ist eben viele, wie du sagst, die wollen echt nur Placements haben. Die dann sagen, hey, ich produziere so viel wie geht, Hauptsache es kommt auf irgendeine Platte raus. Ja. Und dann habe ich meinen Namen so. Aber das weiß ich nicht, das ist scheiße. Ja. Kann schon scheiße sein, weil du bist ja in einer ganz anderen Industrie dann und du wertest dich ja dann auch preislich, musst du dich ja abwerten irgendwie so, also vom Verkauf deiner Musik. Vor allen Dingen, du orientierst dich ja dann auch viel mehr an anderen Leuten, glaube ich, ja. Total. Und so, ja, und so wirst du nie selber, natürlich bist du schon kreativ, aber du bist halt sehr, sehr gefangen in diesen abhängig halt, ja. Ja. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist halt das Ding so, die Musik ist wirklich so komplex, also man kann wirklich jede Schiene fahren. So. Entweder du machst wirklich das Massending und produzierst einfach nur das, was sich verkauft für die Leute, oder du siehst dich als Künstler und machst, was du fühlst. Okay. Das ist ein Riesenunterschied. Ja. Weil viele sehen ja auch so, reine Produzenten werden ja von außenstehenden Leuten als nichts gesehen. So, ja gut. Und jetzt, wenn ich hier im Session rumlaufe und gucke, wie viel ich mir ein Audio-Interface kaufen kann und ein einfaches Keyboard und vielleicht noch im Interface gibt, ist dann sogar die Software dann dabei, wo schon ein paar Plugins drin sind. So, das ist ja sau billig. Damals, als ich angefangen habe, war das unmöglich. Da ein Interface zu kaufen, die musstest du noch mit Steckkarte in den PC rein und so, hat nicht funktioniert und dies und das und keine Ahnung. Die Software konnten wir uns gar nicht leisten so eigentlich und haben dann erstmal mit gecrackter Software angefangen, ich gebe es zu. Aber die hat auch nie funktioniert, ey. Mhm. Wir waren mit Band noch damals, mitten in den Recordings. Einer saß immer am Rechner, so gerade Schlagzeug und Gitarre aufgenommen, zack. PC aus. So einfach so, weißt du, also. Ja, gut, also es ist halt der Hustle, so, man arbeitet sich dann hoch. Aber heutzutage, jeder kann sich so die Software kaufen, so ein bisschen, ein bisschen YouTube, ich mache ein paar Beats. Ich glaube, viele Leute, gerade in der Rap-Szene, und so, kaufen sich dann so ein Beat für 50 Euro. So, wenn überhaupt. Genau, wollte ich gerade sagen, wenn überhaupt, und dann fertig. Und dann so sehen die dann, okay, cool. Aber es ist ein Unterschied zwischen Musik und Musik. So. Ist ja nicht alles. Und das Krasse auch bei diesem Gerät jetzt hier, bei dem Complete Control, da habe ich gesehen, ich habe es jetzt noch nicht ausprobieren können, es hat so eine Funktion, da kannst du irgendwie bestimmte Tonarten einstellen, sodass du quasi keinen falschen Ton drücken kannst, der irgendwie nicht harmoniert auf der Klaviatur hier. Und das heißt, auch die Elektronik vereinfacht diesen ganzen Musikprozess so krass. Ich glaube, da gibt es auch so eine Autochord-Funktion. Ja, genau sowas ist das. Ja. Das heißt, du stellst auf C-Dur ein und... Genau, und dann hast du alle Tasten, die du in C-Dur... Also alle Tasten werden nur C-Dur gespielt. Es gibt nichts. Ja. So. Du musst einfach nur, du könntest wahrscheinlich theoretisch irgendwo rumhauen und dann zack, hast du irgendwie einen krassen Sound gemacht. Ich hab einen geilen Beat gemacht mit meinem Kopf. So einmal mit dem Pimmel so schön auf der Tastatur rumgeschlagen. Das ist der Sex-Beat, so, ja. Scheiße. Ja, ist doch krass. Deswegen, Musik ist nicht gleich Musik. Aber ich glaube trotzdem, und gerade weil es Musik ist, dass du die meisten Menschen trotzdem noch über die emotionale Ebene erreichst. Trotzdem. Weil die Leute auch vor allen Dingen, ja. Egal welche Genre. Weil wenn die Leute nämlich merken, dass da wirklich Gefühl dahinter steckt. Auf jeden Fall. Dann, die Stimmung ist das Wichtigste. Ja. Dann ist, deswegen kann man, egal wie viel Angst man auch vor der Popmusik oder sonst irgendwas hat und sagt, ja, ist so kommerziell und alles ist gleich. Man liest ja auch immer in den Foren, David Guetta und schon wieder bla bla. Ja gut, das ist aber eine andere Art von Musik, aber der hat ja auch gute Sachen gemacht. Und die Grundstruktur von der Musik, die von der breiten Masse verstanden wird, ist schon
ähnlich oder gleich. Das kann man ja nicht verheimlichen, ist ja nichts Schlimmes dabei. Ja? Ja. So wie du ein Buch mit auch Papier und Buchstaben brauchst, um ein ganzes Buch zu machen, brauchst du auch sozusagen deine Noten und deine Formeln sozusagen bei der Musik, ist klar. Aber das heißt nicht gleich, dass sie gut ist. Ja, das ist trotzdem immer die Emotion dahinter, die im Endeffekt auch dann die Menschen erreicht. Ich war vorgestern im Jazzkeller hier in Frankfurt. Ja, ist cool, war ich auch schon. Und da war so ein Pianist, Harold Mayburn heißt der. Mhm. Und der hat auch gesagt, you can't teach it, you have to feel it. Ja. Damit hat er recht, natürlich. Das ist nämlich genau der Punkt. Das ist auch das, was man bei vielen Leuten einfach nicht hört oder nicht sieht. Aber bei den Erfolgreichen dann schon. Dann weißt du, warum meistens. Klar gibt es Ausnahmen, aber... Ja. Ja. Die Gefühle, Leute. Ja. Und da sitzen wir hier. Die sind aber sehr aktuell. Ja, auf jeden Fall. Cool. Aber ich weiß nicht, das ist eigentlich fast wie ein normaler so ein Klaviatur, so ein MIDI-Ding. Das habe ich schon zu Hause, nur dass es halt die ganzen digitalen Schnittstellen gibt. Was geht mit dem Kontakt, ja? Jo, es geht schon, es kommt drauf an. Ich finde, ganz ehrlich gesagt, finde ich die Sounds gar nicht so gut. Ich habe jetzt schon die 8er und die 9er gekauft. Und jetzt bei der 10er habe ich mir gedacht, nee. Weil, weiß ich nicht, die sind stabil, so Native Instruments mäßig stabil, aber da irgendwie, ich weiß nicht, da fehlt mir immer so ein bisschen was. Ich weiß nicht, ob das mit Absicht ist oder ob das dann im Mix vielleicht rauskommt, wobei ich da auch schon die Erfahrung gemacht habe, dass selbst im Mix dann mein Kollege gesagt hat, ja, irgendwie das Klavier klingt nicht so schön. So, richtig geilen Klaviersound ist auch schwierig zu bekommen, ja? Ja, oder wie du sagst, die Rhodes oder so. Da hast du welche drauf und denkst, wow, ich weiß nicht. Ja, die Scarvi, genau, die sind ja auch bei der 9er drauf. Ich glaube, alle hier. Und dann die Mark 1. Eigentlich war irgendwas Mark 2 auch noch drauf. Ist nicht schlecht, aber irgendwie auch nicht so, ja, so ganz. Das ist. Ja. Das hatte ich auch schon im Mix, hat auch schon der Kollege gesagt. Ja, irgendwie. Ich finde, man merkt schon, dass es ein Plugin ist. Okay. Ja, genau. Okay, ist jetzt auch trocken, aber ich weiß nicht, wie man das hier... Ich will nicht die Maus benutzen extra, da weiß ich ja, wie es geht. Ich muss ja jetzt ausprobieren, wie das hier bei dem Teil funktioniert. Irgendwie. Ja. Ich will nur den Effekt Preset. Der ist ja da. Da muss ich jetzt nicht alles einzeln umstellen, aber steht hier nicht. Siehst du irgendwo Preset? Nein. Ah, hier, ah. Nee. Ah, das ist jetzt ein ganz anderes. Ein ganz anderes. Ich wollte eigentlich. Kann man auch kaum hören, irgendwie, die Speaker, gell? Ja. Ja, ich weiß nicht, aber 650, Alter. Schon sehr viel, also ich glaube fürs 60er, das kostet 650. Und vor allen Dingen, ich weiß genau, in einem Jahr bringen die dann die Control 2 Version raus. 100%. Und dann hast du, dann leuchten nicht nur hier oben, sondern die ganzen Tasten leuchten dann. Wetten? Wollen wir wetten? Das ist eh nicht so mein Ding, dieses ganze leuchtende Zeug da. Ja, ich hab ja die Machine, hab ich ja, die 1er. Und dann war ich ein bisschen traurig, dass es dann halt so schön, dass man die, weil fürs Arbeiten ist es schon, wenn andere Farben drauf sind und so weiter, macht schon
kann schon von Vorteil sein, kann man schon ein bisschen schneller arbeiten. Da habe ich mir aber dann die kleine, die Micro, die zwei, für unterwegs geholt. Das ist schon cool, also für die Drums und so weiter würde ich über die Maschinen gar nichts sagen. Ich hatte die auch. Das ist wirklich auf Archive. Ja. Ja, ich habe mir dann eine MPD geholt. Ja. Welche? 32er. Okay. Die größte. Ja. Im Endeffekt. Mittlerweile spiele ich nur noch Kick und Snare ein über die MPD und mache die Drums mit Keyboard. Das ist irgendwie anschlagsdynamisch. Die ist nicht mehr so anschlagsdynamisch, wie sie mal war. Krass. Die ist so ein bisschen abgenudelt. Achso, hast schon durchgebumst. Ja. Mäßig. Ja. Aber weil ich gesehen habe, dass sie da auf dem Master Keyboard die Drums. Ja. Spätestens bei den Hi-Hats. Wenn die Taste kommt, ja gar nicht mehr hoch. Hier wird's. Naja, da brauchen wir ein Pad oder sowas. Findest du? Ja. Ich find vor allen Dingen die Drums ganz nice. Wie heißen die? Diesen Retro-Drummer? 60s Drummer? Achso, ja. Benutzt du den? Ja. Ja gut, für die Hip-Hop-Beats. Den 60s? Ja. Gibt ja auch 50s, 70s und 80s. 70s habe ich nicht. Also ist der nicht drauf? Bei 9? Ja, aber mach mal den 70s auch. Der 70s ist auch drauf. Okay. In einem Update kam der dann, glaube ich. Okay. Ich meine schon. Also beim 9er, ja. Und dann gab es nochmal so ein Update-Soundpaket. Okay. Updatest du manchmal? Die Sache ist, ein Kumpel hat sich das Ding geholt und ich habe mir das nur so installiert mäßig, ja. Ah, verstehe. Guck, jetzt ist es farblich belegt, aber. Muss man natürlich schon noch ein bisschen dreckiger machen. Ja, klar. Zieht halt immer noch schön mitten rein. Da haben wir Bitcrusher drüber. Auf so eine Platte kommt dann, ne? Ja. Hier ist kein DAW an, deswegen können wir nichts aufnehmen. Sonst hätten wir jetzt schon die krassesten Beats produziert für euch. Naja, nicht schlecht. Aber jetzt weiß ich gar nicht, was bringen denn die Farben? Ich weiß. Ah, das sind die Becken. Meine Kick. Ja. Weiß nicht. Ich meine, ich habe auch früher auf dem Keyboard, auf dem normalen MIDI-Keyboard auch die Drums und so eingespielt, aber seitdem ich das Pad habe. Ich spiele die halt auch noch live ein. Viele machen das ja einfach dann nur mit der Maus an der Software. Ne, ich spiele auch live ein. Ich finde halt, das Nice ist halt, du bist halt sehr anschlagsdynamisch mit dem Keyboard, weißt du? Und ich stehe vor allen Dingen bei Heads drauf, wenn die nicht immer dieselbe Velocity haben. Oder? Ja, aber das kannst du eben beim Pad auch einstellen, dass du da... Ja, auf meiner MPD nicht mehr. Achso, ja. Da geht nur noch Full Level. Ja, das ist scheiße. Ja. Aber bei der Maschine geht es, du kannst auch die Sensibilität, ja, die Empfindlichkeit der Pads auch noch einstellen. Tada! Aber ganz ehrlich, alles was mit Touch ist, auch so Sachen, finde ich immer kacke. Ich auch, mega. Ich hasse Touch.
Ich weiß nicht, warum. Das macht auf dem iPhone Sinn und da funktioniert es ja auch gut, aber wenn es bei sowas ist, ganz ehrlich, ich weiß genau, das wird mich nach einer Woche spätestens mega abfucken. Irgendwie. Es ist schon so. Ja, nee. Geht nicht. Kann ich, sowas kann ich überhaupt nicht ab. Auch beim Blu-ray-Player, beim Fernseher, so, ich hasse das. Warum machen die da immer diese komischen. Ein guter alter Knopf. Oder? Auf jeden Fall. Also ich, weil du weißt, hey, ich hab was. Wieso kommt da ein Sound, wenn ich auf Stopp drücke? Macht Sinn. Stopp! Ach doch, man kann die doch aufnehmen, oder was? Naja. Stell dir vor, Tastaturen auch nur mit Touch. Gibt's ja. Echt? Ich weiß, es gibt die, das ist mit Infrarot, einfach nur auf den Tisch projiziert. Diese Tastaturen gibt's, hab ich mal gesehen. Ist da abgefahren. Star Wars oder wie? Nein, das ist ja das Krasse. Du kannst es dir für eben so iPhone und so weiter dann da anschließen und dann wird es einfach so auf den Tisch projiziert und dann tippst du einmal auf den Tisch. Das funktioniert mit Infrarot irgendwie, keine Ahnung. Das ist aber auch, das ist sogar schon bestimmt 2 Jahre alt oder 3. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Wahrscheinlich haben sie es dann vom Markt genommen, weil es der größte Scheiß ist. So. Soll ich es kaufen? Nee, wa? Nee. Ich überlasse meine Entscheidung anderen Leuten. Ja, hast schon gemerkt, dass ich nicht überzeugt bin, ne? Braucht es am Ende nicht, ja. Also. Weil die paar Einstellungen, die ich jetzt hier machen kann und so, das mache ich eh immer direkt schon an der Software selber mit der Maus. Ja. Klar, wenn man das vielleicht woanders stehen hat, das Keyboard, und nicht so schnell am Rechner kann, dann müsste ich mal umdrehen und so, dann, ja, dann wäre es cool so. Aber sonst, ich will es ja als Master Keyboard eh vorm Rechner stehen haben, da bin ich genauso schnell. Also ich persönlich habe die Erfahrung gemacht mit solchen Reglern und Fadern, dass am Anfang schickt man sich schon immer gut daran, ja, und, aber mit der Zeit benutzt du das einfach gar nicht mehr, ja, weil es am Ende dann irgendwie doch noch umständlich wird. Ich habe aber, gut, meistens sind die ja aber nie speziell auf eine Software angepasst. Stimmt, du musst sie immer einstellen, das ist der Unterschied. Also da muss man die mal ganz kompliziert einstellen. Es wird heute nichts mehr. Laber doch nicht. Kann man nichts mehr kaufen heute? Ja, nur noch Barzahlung. Wieso denn? Wir haben hier irgendwie auf der Hanauer Landstraße Telekom-Leitung angefuckt. Du warst so mehr oder weniger der letzte Kunde. Was? Er war der letzte Kunde, der hier heute was kaufen konnte. Ja. Toll. Ja, jo, Alter. Dann kann ich ja auch gehen. Super. Ey. Die Sache ist, wir haben uns halt extra Mietwagen genommen. Halt's Maul. Echt. Das ist hässlich. Ich hab gefragt, ja, lass mal den Einkaufspreis rüberwachsen. Tut mir leid, kann ich leider nicht drauf zugreifen. Sau krass. Die kommen nicht mal mehr ins Internet oder sowas, ja. Auf der Hanauer, was haben die gemacht? Irgendwas, keine Ahnung. Wahrscheinlich einer gegen irgendeinen Pfosten oder irgendwas gefahren. Ist kein Problem im Haus, sondern. Krass. Man ist immer so, das auch, man muss dann irgendwas. Man ist so motiviert, ey, man muss irgendwas holen, extra gekommen. Ich reg mich schon, ey, gestern Nacht, ich sitze an meinem Keyboard, ich wollte es gegen die Wand schmeißen. Weil ich wollte, ohne Witz, ich wollte ein Piano einspielen, ich habe so einen Krampf bekommen, ich habe so drauf rumgeschlagen, ich wollte es echt wegschmeißen. Hab ich gesagt, Was hast du da für ein Ding? Da habe ich gerade mit dem Korg, mit diesem alten Korg eingespielt. Weil ich habe mein Master Keyboard nicht dabei. Weil es halt zu groß und zu schwer ist, hab ich nicht mit. Wo bist du eigentlich her? Bist du hier aus Frankfurt oder? Ja, schon Frankfurt. Frankfurt, also Umgebung Frankfurt. Und dann war ich in der Schweiz eine Zeit. Und da habe ich eigentlich mein ganzes Equipment gehabt oder habe den meisten Teil noch, aber habe viele Sachen jetzt hierher geholt, weil ich wieder hochkomme und so weiter. Und das Master Keyboard habe ich nicht mitgenommen, weil es erstens sehr schwer ist und zweitens dachte ich mir, gut, es wird Zeit, wo ist noch eine neue Freundin zu holen. Ja. Ja. Weil es ist gut, es ist ungefähr so, würde ich sagen, wie das M-Audio, was du ausprobiert hast. Die Tasten sind vielleicht ein Ticken schwerer. Mhm.
Ist fertig. Ja. Jetzt macht's Feierabend. Hey, hey Leute, was geht ab? Hey, was geht ab? Wie wollen dich so lachen? Mark Styles. Ja. Stylo Milo. Geil, ich komme ins Fernsehen. Ja, du bist ganz berührt. Was machst du? Ich wollte... Du bist gerade spazieren gegangen. Hä? Du bist gerade spazieren gegangen. Ja. Nein, ich war Dings in der Session, wollte eigentlich einen Schlüssel. Oh. Und so? Ja. Ja, komm, du brauchst es irgendwie verbessern. Du warst im Session? Ich war im Session, wollte ein Master Keyboard kaufen. Die haben aber keine geilen da gehabt. Hab ich zwei coole Jungs kennengelernt, die auch ein Master Keyboard kaufen wollten. Haben da so Musiker, Beatbastler. Und dann habe ich oben noch ein anderes Keyboard ausprobiert und dann kam der eine gerade. Ja. Und der eine hatte sich so irgendwas gekauft und dann der andere wollte sich eben das Master Keyboard kaufen, konnte er dann aber nicht machen, weil die Systeme nicht mehr gingen zum Abrechnen mit der Karte, weil auf der Hanauer Landstraße irgendeine Leitung angefuckt wurde so und dann konnten die gar nichts mehr abrechnen. Scheiße. Jetzt sind wir wieder auf der Scheißenseite hier. Kommen wieder Roboter. Ich spüre euch die Mordenstaben. Ich hasse dich, ich hasse dich. Du nervst mich die ganze Zeit schon. Ich hasse dich. Ach, die Etage. Und hier muss ich immer ausmachen, weil da drin... High Confidential. High Confidential.